Ja, mein Dödel darf ruhig jeder sehen. Also mit nichts drunter. Ja. 52% sind für nichts. Ich muss warten, bis die Bäume fertig sind. Okay, würdest du lieber das Gesicht deines Freundes essen? Oder dein Freund isst dein Gesicht? Wenn ich tot finde, das isst, oder? Nein. Dann will ich selber essen. Would you prefer to eat your friend's face? Or have your friend eat your face? Warte. Also to eat your friend's face. Ja. Eindeutig. 73% würden das Gesicht ihrer Freunde essen. Wenn es dir schmeckt. Would you prefer to be a successful actor but be depressed or to be a street cleaner but be really happy? Auf Deutsch? Für unsere Zuschauer und mich? Würdest du lieber ein Schauspieler sein, aber depressiv? Ja, depressed, doch, würde ich. Ja. Oder ein Straßenreiniger, der richtig glücklich ist. Lieber ein glücklicher Straßenreiniger. Ich habe eh schon die Schauspieler. Nein, aber wir sind uns wie vorhin einig dafür, dass man halt den Job macht, bei dem man ja glücklich ist, ne? Eindeutig. 77. Boah. Ich meine, was habe ich davon, eine Schauspieler zu sein, aber davon glücklich? Gar nichts. Hm? Ist genau wie bei jedem anderen Job auch. Wenn du nicht glücklich bist, bringt es dir überhaupt nichts, dass du für einen Job hast. Ja. Mein Gott, nee, bin ich dämlich heute. Okay, would you prefer to have sex all the time but no orgasm? Or to get orgasm all the time without sex? Orgasm ohne Sex. Ja, aber irgendwann wird's ja normal. Okay, aber was? Trotzdem. Was bringt dir Sex ohne Orgasmus, Alter? Als Kerl? Gar nix. Aua! Ja, toll, aber irgendwann ist das ja ganz normal, wie ein Leben. Und ist doch geil. Nein, ich weiß, was du meinst, aber trotzdem. Irgendwann hast du dich dran gewöhnt und ist halt nicht mehr geil, aber trotzdem. 50-50. Am Anfang ist es halt noch geil und dann würde ich den Anfang genießen. Würdest du lieber einen Blumenstrauß kriegen oder eine Praline? Pralinen kann ich essen. Blumen mag ich nicht so. Echt? Ja. Ich würde lieber Blumen kriegen. Echt? Ja. Okay, dann weiß ich, was ich dir zum Valentinstag schenke nächstes Jahr. Schachtel Pralinen. Mann! Damit ich fett werde, oder was? Ja. Nee, bin ich ja schon. Nein. ja, aber... Weiß ich nicht, Schokolade ist so... Geil. Ja, aber... Kannst du dich mal in meine Lage versetzen, bitte? Dickmachend? Egal, wir nehmen die Blumen. Oh, die meisten würden Schokolade nehmen. Ja. Das ist hier nichts für mich. Oh Gott, ich bin so müde. Jetzt schon? Ja. Nicht blöd? Oh, lecker Apfelschorle. Lecker Wasser. Lecker Pizza. In der Aufnahme essen kommt auch mal richtig gut. Also, würdest du lieber wie ein Liverpooler dein ganzes Leben reden oder wie ein Farmer, also ein Bauer? Was ist ein Liverpooler? Ein aus Liverpool. Reden die anders? Ja. Echt? Reden die Liverpoolitanisch? Sollen wir uns mal was anhören? Irgendwie sieht das Haus scheiße aus. Bau erstmal weiter, das wird noch cool. Liverpooler. Oder es hat sowas Neuarchitektmäßiges. Sense. Source awards.
Ah, ich hab eine Idee. Darf ich das mal laufen lassen? Was? Nein. Warum nicht? Darum, weil das mega scheiße sich dann hört. Okay. Also, das ist die schlimmste Sprache der Welt, sage ich mal. Es bezeichnet viele als ziemlich nicht so geil. Der Liverpool Akzent? Ja, halt, wie die sprechen, ja. Also wie ein Bauer. 68 würden die Bauern reden. Die armen Liverpooler. Ich mag nur den schwäbischen Akzent. Boah, ich hasse Schwäbisch. Das ist so süß. Und Bayerisch. Ja, aber Schwäbisch ist ja wieder was anderes als Bayerisch. Unsere lieben Stuttgarter. Ja, die heute schön aus dem Maul gekriegt haben. Wir müssen ein anderes Spiel finden. Ja, ich glaube auch. Wann haben wir denn angefangen? 9 ungefähr. Ah, okay. Du kannst bei Audacity nachgucken, wie lange wir schon drauf sind. Da? Genau da. Etwas über eine Stunde haben wir. Auch Bäumchen, beeilt euch doch mal endlich, meine Damen. Würdest du lieber nie mehr was essen oder alle 5 Minuten was essen? Sterbe ich, wenn ich gar nichts mehr esse? Nein. Gar nichts mehr. Oder? Ich weiß nicht. Gar nichts mehr. Ich glaube, ich würde alle 5 Minuten essen. Ich glaube auch. Mache ich ja sowieso schon. Nur dick bin ich noch nicht. Würdest du lieber glücklich sein mit deiner großen Liebe und arm oder alleine sein, Single, reich für immer? Noch nicht so einfach. Ist nachher nicht einfach. Wo ich nicht zugehört habe. Aua! Wir sind glücklich und arm und nicht reich und allein und traurig. Okay. Oh mein Gott. Would you prefer that your tongue constantly covered with a thick green paste no matter what you do? Silk thread constantly coming out of your anus no matter what you do? Hm. Oh mein Gott, das ist eklig. Ja. Ich würde auf jeden Fall erstmal zum Arzt gehen. Eindeutig. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Okay. Ich will auch nicht das mit der Zunge nehmen, sondern... Letztens kam irgendwie die Frage. Würdest du lieber Auto fahren, nachdem du 72 Stunden wach warst? Oder halt bekifft? Ich war noch nie bekifft, also... Wie du es dir vorstellst, würdest du lieber bekifft oder halb schlafend? Ich glaube, im Prinzip kommt dasselbe dabei raus. Warum? Fühlt man sich dann nicht voll stoned, wenn man so lange kein Auto gefahren ist? Ah ja, so lange nicht geschlafen. Kommt doch an, dass du rauchst. Nee, dann lieber kein Schlaf. Ich würde stoned fahren. Vielleicht hast du dann wenigstens noch Spaß, wenn du stirbst. Ja, aber wenn du kannst schlafen, so Red Bull, das... So Red Bull oder so, das belebt deinen im ersten Moment erstmal wieder voll. Von daher... Kommt drauf an, wie weit du fährst. Ne? Für immer und ewig. So, mein Farmhaus ist hier gleich fertig.